Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier auf meinem Kanal. Ich begrüße euch wieder recht herzlich. Schön, dass ihr mich gefunden habt wieder. Ja, solltet ihr es gleich mal vorweg gesagt ein bisschen hier windig, rauschig finden, ein Brummen im Hintergrund, das liegt nicht an euren Endgeräten, es liegt an meinem Ventilator, den ich hier aufgestellt habe. Es ist doch nochmal heiß geworden hier bei mir in den Appalachen, der Sommer ist zurückgekehrt und der Ventilator, der sorgt einfach jetzt dafür, dass ich noch ein bisschen Frischluft bekomme. Seht es mir also nach, sollte es ein bisschen brummen und rauschen. Aber es geht hier auch ein bisschen um mein Wohlbefinden. Und ich habe es mir einfach erlaubt, heute den Ventilator aufzubauen. Ja, jetzt zum Tabak. Es geht um einen amerikanischen Tabak. Ihr habt es ja eh gelesen. Cornell & Diehl, der Black Duck. Im Moment, zur Entstehungszeit dieses Videos, schwappen ja die amerikanischen Tabak jetzt in uns nach Deutschland rüber. Cornell & Diehl, GLPs, die Tabake fluten im Moment ja die Shops. Der ein oder andere hat sich damit schon reichhaltig eingedeckt und der ein oder andere Kanal, der hat auch schon darüber berichtet. Ich möchte euch heute über den Black Duck berichten, denn diesen Tabak, den gibt es noch nicht in Deutschland offiziell zu kaufen. Wer den möchte, der muss noch direkt in den USA bestellen. Der hat aber dann auch natürlich die Zolleinfuhrgebühren noch zu entrichten und die sind nicht unerheblich. So wie wir es schon zum Beispiel bei Angelo auf seinem Kanal erfahren haben in einem Video. Der hat ja auch in den USA schon bestellt und musste schon richtig gut nachzahlen. Ja, warum hat der Black Duck noch nicht zu uns gefunden? Ich weiß es nicht genau. Bei den Aromaten sagt man ja, da gibt es wohl in den USA das ein oder andere Mittelchen, den ein oder anderen Zusatzstoff, der dabei gemischt ist, das Aroma, welches bei uns in Deutschland nicht zugelassen ist. Deswegen dürfen die Tabake hier nicht verkauft werden. Beim Black Duck, das ist ja eine englische Mischung, da gibt es eigentlich keine Zusätze. Die Tabake werden ja von Kohlhase und Kopp importiert zu uns und hier auch vertrieben. Ich denke, vielleicht wartet man auch jetzt ab, wie das Ganze angenommen wird. Und ich denke, der ein oder andere Tabak, der rutscht dann auch noch nach. Und man hat eben jetzt nicht das komplette breite Sortiment gleich von Anfang an übernommen. Es kann also gut möglich sein, dass der Black Duck, wenn man das Video hier vielleicht jetzt in ein oder in zwei Jahren sieht, dass er dann bereits ganz offiziell auch in Deutschland zu erwerben ist. So, jetzt mal zum Tabak. Ich blende euch mal ein Tabaksbild ein. Ihr seht hier einen Ribbon Cut, grob geschnitten, auch mit gerupften Blättern. Und bestehen tut der Tabak aus Black Cavendish, aus Burley, aus Kentucky, aus Latakia und Orient. Das Tabaksbild sehr dunkel, sehr viel schwarze Tabaksanteile. Dann auch sehr viel mittelbraune Sprenkel vom Burley und der Orient. Ja, den erkenne ich jetzt hier nur ansatzweise. Ab und an schimmert mal so ein leichtes grünliches Blättchen mit durch. Hier habe ich gerade auch eins. Spielt aber jetzt von der Optik her schon mal keine tragende Rolle, der Orient. Und wenn man hineinriecht, dann bekommt man auch das, was man sieht, nämlich rauchige, würzige, holzige, erdige Tabaknoten. Der Kentucky, der bringt auch so eine leichte, man kennt es, so eine geräucherte Schinkennote mit sich. Es ist aber wirklich nur hier reingehaucht und manchmal ist es vielleicht auch eine Einbildung, denn wer Kentucky kennt oder wer Kentucky schon hört, der hat schon automatisch diesen Schinkengeruch in der Nase und wenn man liest, in einem Tabak ist Kentucky drin und man riecht da rein, dann riecht man wahrscheinlich auch automatisch den Schinken. Also es ist jetzt hier kein richtiges geräuchertes Aroma, es ist wirklich hier nur unterschwellig eingehaucht. Im Vordergrund wirklich holzige, erdige, auch ein bisschen Leder. Ja, würzig, rauchig, erdig.
ein grundehrlicher Tabakgeruch, ein Engländer, kann man jetzt nicht viel noch dazu dichten. Es ist einfach ein Aroma, wie man es bei kräftig würzigen Engländern eben kennt. Ich werde mir den Tabak jetzt entzünden. Verraucht wird der Tabak heute. Ihr habt die Pfeife schon gesehen. Wer meinen Kanal kennt und meine Videos, der hat die Pfeife auch schon gesehen. Es ist die Cesare Barontini Novara. Ein wunderschönes Rauchgerät. Ein großer Pfeifenkopf mit einem großen Füllvolumen. Lässt sich hervorragend rauchen. Ist für grob geschnittene Tabake hervorragend geeignet. Bietet dem Tabak genug Raum und Platz zur Entfaltung. Die werde ich mir jetzt anzünden. Ich habe den Tabak natürlich vorher schon etliche Male geraucht. Das ist jetzt nicht meine erste Pfeife vom Black Duck. Aber ich werde euch gleich jetzt mit der frisch entzündeten Pfeife meine Eindrücke mitteilen und erzählen, wie mir der Tabak schmeckt. Die Pfeife brennt, liebe Freunde, ohne Probleme. Tabak lässt sich hervorragend entzünden. Er brennt wunderbar an. Nach dem zweiten Mal zünden habt ihr keine Probleme mehr mit diesem Tabak. Er wird euch von oben bis unten ohne Unterbrechung schön kühl und trocken abbrennen. Und auch hier beim Anzünden bekommt man das, was man gerochen und gesehen hat. Man bekommt ein würziges, rauchiges Lagerfeueraroma, aber Lagerfeuer diesmal nicht so, wie ich es immer nicht mag, kritisiere. Es ist diesmal auch hier nicht dieses typische Holzkohle-Lutschen. Es ist schon Lagerfeuer vorhanden, aber für mich absolut in Ordnung gehend, tolerierbar. Der Tabak schmeckt rauchig. Der Burley bringt eine nussige Würze mit sich. Und ich habe den Eindruck, ab und an, wer schon mal einen Grabber getrunken hat, wo ja im Gläschen unten dann so eine Kaffeebohne drin liegt, oder wer allgemein schon mal eine Kaffeebohne zerbissen hat, ich habe hier den Geschmack, als wenn ich auf eine Kaffeebohne beiße. Ab und an schwingt so ein Geschmack, so ein Aroma von Kaffeebohne mit. Aber nicht langanhaltend, nicht so, dass man sagt, wenn man jetzt wirklich auf eine Kaffeebohne beißt, dann hat man ja dieses röstige Kaffeearoma noch lange auf der Zunge. Hier kommt so dieser Knackmoment, wo man drauf beißt. Man schmeckt den Tabak, den Kaffee, und dann ist er auch schon wieder weg. Und man muss wieder ein paar Züge machen, bis man dieses Aroma wieder irgendwo mal erhaschen kann. Ganz interessante Note. Auch hier ledriges, ein Lederaroma, gerade auch beim retronasalen Ausatmen. Hier habe ich so ein Lederaroma. Und ihr werdet mich jetzt vielleicht für ein bisschen spleenig halten, aber wenn ich an meine Kindheit zurückdenke und ihr kennt diese Knallblättchenpistolen mit diesen Knallblättchen auf der Rolle, die man ja beim Fasching oder beim in anderen Regionen der Karneval. Aber wenn ich natürlich zum Kinderfasching hier gegangen bin, dann bin ich natürlich nicht als Clown gegangen, sondern ihr könnt es erahnen, als Cowboy, richtig. Und dann hatte ich natürlich auch ab und an eine Knallblättchenpistole dabei. Und ich bilde mir ein, wenn ich diesen Tabak rauche und auch durch die Nase dann rieche vom Raumduft her, ich habe dieses Kindheitserinnerung, ich habe dieses Knallblättchen in der Nase, als wenn ich das rieche. Und das bringt, ich glaube, das hängt mit diesem Lederaroma zusammen, was der
der Tabak hat, der hat unterschwellig, kommt hier dieses Knallblättchen mit durch. Ja, ich würde mich mal interessieren, wenn einer von euch da draußen den Black Duck doch schon mal genossen hat, ob er auch diesen Eindruck hat oder ob ich jetzt hier langsam durchdrehe. Aber ich schmeck's halt, ich riech's. Und ich kann euch ja nur das erzählen, was ich empfinde, wenn ich einen Tabak rauche. Und hier bei mir, ganz unterschwellig, habe ich hier ein Knallblättchen-Aroma. Aber es ist ja nicht unangenehm, aber es bringt so Kindheitserinnerungen mit. Und für mich ein ganz tolles Aroma, was hier noch so mitschwingt. Ganz, ganz, ein eigenständiges, ein originelles Aroma auf jeden Fall. Bringt so eine eigene Note noch mit. Der Orient hier im Hintergrund, der hat jetzt keinen großen Auftritt in dem Tabak, glaube ich. Das ist mehr so von hinten noch ein bisschen eine kräutrige Würze mit beisteuernd. Ich will es jetzt nicht blumig, floral nennen, aber ich habe so eine herbe, würzige Kräutrigkeit noch von hinten. Schiebt der Orient noch mit rein, rundet dieses ganze Paket ab. Und der Black Cavendish, viele kritisieren ihn ja, aber er ist hier wahrscheinlich schon der Tabak, der das Ganze ein bisschen zügelt, der das abrundet noch, ein bisschen abdämpft, sodass die einzelnen Tabake, die ja hier wirklich schon Charakter haben, jeder einzelne Tabak hier, der Latakia, der Kentucky, der Burley vor allen Dingen, die haben ja richtig Charakter in diesem Tabak. Und damit die nicht in die Spitzen kommen, ist der Black Cavendish da, der alles noch ein bisschen abfedert und sagt, ruhig Blut, nicht zu wild. Aber er erstickt es nicht, aber er ist wirklich noch hier, um diese Mischung noch so im Zaum zu halten, ohne die Würze des Aroma jetzt irgendwie negativ zu beeinflussen. Und der Tabak ist auch, wie gesagt, kein Leichtgewicht. Also er hat schon, ich würde ihn jetzt nicht als überbordend stark einstufen, aber er ist schon ein bisschen stärker wie mittelkräftig. Kein Frühstückstabak, würde ich jetzt mal sagen. Ich rauche den Tabak meistens am Nachmittag zu einem schönen Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee schwarz und da harmoniert dieser Tabak so fantastisch. Diese würzigen Bitternoten, das Rauchige dieses Tabaks in Verbindung mit einem schwarzen Kaffee. Ich glaube, der Tabak ist hierfür gemacht, dass er mit einem schwarzen Kaffee zusammen getrunken wird. Passt aber auch zum Bier oder egal, was ihr dazu rauchen wollt. Ihr werdet, glaube ich, kein Getränk finden, was jetzt mit diesem Tabak nicht harmoniert. Vielleicht nicht unbedingt Buttermilch, aber so ein Whisky, ein rauchiger, ein Bier, ein Kaffee. Schöner, kräftiger Schwarztee. All das harmoniert hier wunderbar mit diesem Tabak. Wer nicht so mit Nikotin umgehen kann, der wird vielleicht trotzdem ein bisschen Probleme mit dem Tabak haben, denn der Tabak, der nimmt auch ein bisschen an Geschmack zu, an Würze zu. Er wird kräftiger, je weiter man den Tabak, die Pfeife raucht. Und oftmals hat man ja fälschlicherweise den Eindruck, wenn der Tabak kräftiger im Geschmack wird, dann wird er auch stärker im Nikotin. Das ist eigentlich nicht so. Klar, wenn man eine große Pfeife hat, dann hat man auch mehr Nikotin im Pfeifenkopf. Aber der Tabak wird auf jeden Fall vom Geschmack her, wenn man die Pfeife dann so halb geraucht hat, nimmt er noch ein bisschen in der Würze zu. Wird noch ein bisschen rauchiger, kriegt noch mal ein bisschen mehr Akzente. Aber alles in allem jetzt nichts. Ihr wisst, ich bin bei Kentucky und diesen Lagerfeuer, bei dieser Bitternote bin ich auch empfindlich. Für mich
absolut noch im Rahmen. Ein Tabak, den ich wirklich mit Genuss rauchen kann, der mir schmeckt und den ich bis zum Ende auch auf jeden Fall, ohne die Pfeife vorher weglegen zu müssen, genießen kann. Ja, mehr gibt es eigentlich über den Black Duck nicht zu berichten. Wer den natürlich jetzt haben möchte, der muss im Moment noch in den sauren Apfel beißen. Der muss ihn direkt sich in den USA bestellen. Aber ich muss sagen, ich kenne jetzt weiter noch keine zu diesem Zeitpunkt anderen amerikanischen Tabak. Es wird wahrscheinlich schon noch kommen. Aber es wird, habe mir ja mal die Listen auch angeguckt von Cornell Deal und GLPs, da sind natürlich schon auch Mischungen dabei, die Latakia und Kentucky enthalten. Und ich denke, da wird die eine oder andere gute Alternative dabei sein, die man jetzt erstmal rauchen kann, wenn man auf den Black Duck eben nicht zurückgreifen kann. Auf der anderen Seite gibt es auch bei uns schon genug gute Tabakmischungen mit Kentucky und, oh mein Gott, ich singe schon Loblied auf Kentucky. Ich glaube, ich werde krank. Nein, es ist aber bei uns auch, es sind bei uns so viele gute englische Tabakmischungen erhältlich, auf die man wirklich auch alternativ zurückgreifen kann, wenn man eine kräftige Latakia Kentucky Burley Mischung möchte. Dann muss man darauf also nicht verzichten. Ich wollte euch jetzt einfach den Tabak mal vorstellen. Den gibt es, wie gesagt, jetzt hier offiziell noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, der wird kommen. Da bin ich mir bestimmt sicher. So, das war es jetzt auch von mir. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Ja, wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, wie immer. Viel Genuss mit euren Pfeifen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Bis dahin, macht's gut, euer Marco.